der heute gab, die höchste erzielte Oksana Kaldina mit dem Ball mit 9,90 und 0, gleich die nächste Deutsche. Dörte Koch vom TSV Schmieden, hier in der Nähe von Stuttgart, bereits 19 und damit die älteste Teilnehmerin. Dörte, ja schon seit Jahren in der Nationalmannschaft, in der deutschen Spitzenklasse. Gerätespezifischen Körperelemente für die Reifenübungen sind Gleichgewichtselemente. Davon müssen drei verschiedene in der Übung enthalten sein und unter anderem davon eine Hüpfschwierigkeit. Mal sehen, ob wir die noch rausschauen können. Waren sicherlich schon welche am Anfang. Hier ein Gleichgewichtselement und gleichzeitig den Reifen gefangen. Hüpfschwierigkeit. Die Spannbeuge auch. Na, wenn sie gehalten wäre, wäre sie das Gleichgewichtselement. Leider nur Beweglichkeitselement. Doppelte Attitüde, nicht ganz gestanden. Hier war wieder ein Gleichgewichtselement. Und das nächste. Also hat sie die drei voll, kriegt keinen Abzug dafür. Originell mit dem Fuß gefangen. Dörte Koch vom TSV Schmieden. Wir werden nachher noch zwei andere Teilnehmerinnen aus diesem Verein sehen, aus dem Bundesstützpunkt für die rhythmische Sportgymnastik neben dem TV Wattenscheid.